Ich erhielt vor ein paar Wochen bei der Team-WM in Dortmund von Wangliken ein paar Packungen der aktuellen Version der neuen Plastikbälle. Sie waren ganz neu und waren die besten, die der Hersteller Double Happiness zurzeit anbieten kann. Sie sollen am 1. Juli 2014 eingeführt werden. Jeder ist neugierig auf die neuen Bälle. Wie anders sind sie zu spielen? Wird es weniger Schnitt geben? Werden sie schneller oder langsamer sein? Das erste, was auffällt, ist der fremde Klang. Sie klingen kaputt. Dies haben wir sehr schnell herausgefunden. Die Bälle springen anders und in der Regel höher weg. Die Höhe und Geschwindigkeit des Absprungs sind weniger abhängig vom Schnitt, denn der Spieler den Ball mitgibt. In gewisser Weise gleicht der Ball den Spin ein bisschen aus. Wir nahmen an, dass es leichter sein wird, härter gegen lange Unterschnittsbälle zu spielen, da diese höher abspringen. Der Aufprall ist etwas gewöhnungsbedürftig. Der Ball springt in eine andere Position, als wir es gewöhnt sind oder erwarten. Dies ist nicht unbedingt besser oder schlechter, nur anders. Zehntausende Trainingsstunden müssen überarbeitet werden, damit man automatisch erwartet, dass sich der Ball anders verhält. Unserer Ansicht nach nimmt der Ball im Prinzip weniger Spin auf. Nach diesen Topspins mit Seitenschnitt wären die alten Bälle seitlich weggegangen. Der neue Ball fliegt in einer ziemlich geraden Linie, so als ob er mit weniger Spin gespielt würde. Das Bälle ausdrehen lief nicht allzu gut. Dies ist ein beliebter Test, den Spieler zur Bewertung der Rundheit des Balls nutzen. Der Ball schlenkt von einer Seite zur anderen, wenn er gedreht wird, was bedeutet, dass er nicht rund genug ist. Wir alle hofften, dass dies besser werden würde, wenn die Herstellungstechniken überarbeitet und verbessert wurden. Ich hatte den Eindruck, dass der Ball im offenen Spiel wie Topspin gegen Topspin dem alten Celluloid-Ball ziemlich ähnlich war. Es ist das Fehlen des Spins, was den größten Unterschied ausmacht. Die neuen Bälle sind definitiv härter. Sie fühlten sich rundherum gleich hart an, was man bei Celluloid-Bällen sehr selten findet. Dies sollte zu einem einheitlicheren und besseren Aufprall führen. Die neuen Bälle fühlen sich schwerer an, obwohl sie genauso viel wiegen sollen wie die alten Bälle. Ich denke, das hat wahrscheinlich mit der Härte des Balles zu tun. Der Ball scheint weniger vom Schläger abzuspringen, wenn man ihn trifft. Das heißt, man muss mehr Aufwand betreiben, um bei einem Schlag die gleiche Wirkung zu erzielen. Deshalb ist er gefühlt schwerer. Was wir uns alle gefragt haben, wie haltbar werden die Bälle sein? Wenn sie die ganze Zeit kaputt klingen, wie weiß man dann, wann sie tatsächlich kaputt sind? Auch, dass sie keine Naht haben, an denen sie aufbrechen, wie es Bälle jetzt immer tun. Wie wird es aussehen, wenn ein Ball kaputt ist? Das fanden wir bald heraus. Nach nur wenigen Spielminuten war unser erster Ball kaputt. Der Ball klang noch kaputter, als er sollte. Und tatsächlich war da ein 1 bis 2 cm langer Riss quer über der Ball. Ich erinnere mich noch, als einer der größten Tischtennishersteller versuchte, seine Celluloid-Bälle härter zu machen, um ein regelmäßiges Aufsprungsverhalten zu erreichen, was ein völliger Fehlschlag war. Die Bälle brachen so schnell, dass es nicht wirklich relevant war, falls sie ein bisschen besser gesprungen sind. Die Hersteller werden dasselbe Problem mit den neuen Plastikbälle haben. Einerseits machen sie die Bälle härter. Andererseits lässt dies die Bälle schneller brechen, sodass ich glaube, dass dies ein langer Entwicklungsprozess sein wird. Wir dachten zwar, dass auf dem Ball weniger Schnitt liegt,
Trotzdem ist aber immer noch Schnitt im Ball. Und es fühlt sich ganz anders an. Es fühlt sich in einigen Fällen schwerer an, weil der Ball härter und schwerer erscheint. Dass sich der Ball anders durch die Luft bewegt und aufspringt, wird man bei manchen Schlägen das Gefühl haben, sie hätten mehr Spin. Andere scheinen überraschend wenig Spin zu haben. Es ist ziemlich verwirrend, weil unser Gehirn auf die alte Bälle programmiert ist. Aber ich denke, die Spieler werden sich schnell anpassen. Dieser Ball zum Beispiel fällt direkt von Martin Schläger. Während er mehr Spin erwartet hatte und dachte, dass der Ball mehr in seinem Beleg sinken herauskatapultiert würde. Sein Kommentar hierzu: Der Ball hat noch nicht einmal das Netz erreicht. Unser Trainer Richard Brause, ehemaliger deutscher Bundestrainer, das war schon zu spät fürs Mittagessen, konnte aber nicht widerstehen, einen Versuch mit den Plastikbällen zu wagen. Er ist berühmt dafür, den möglicherweise weltweit spinreichsten langsamen Vorhandtopspin aller Seiten zu haben. Also weiß er ein oder zwei Dinge über Spin. Er spürte, dass es definitiv weniger Spin gab als zuvor. Sein erster Eindruck ist, dass das Blocken einfacher wird, weil der Ball höher springt und weniger Spin hat. Aber dass der Gegenspin einfacher oder schwieriger sein könnte. Es ist einfach zu früh, um dazu etwas zu sagen. Ich sage voraus, dass das Spiel mit kurzen Noppen leichter wird, weil der Ball höher springt und auch das Schießen leichter wird. Aus demselben Grund glaube ich, dass das Spiel mit langen Noppen schwerer wird.